klassische Western ist zu einer amerikanischen Tradition geworden. Filme wie Höllenfahrt nach Santa Fe, Red River, High Noon und die glorreichen Sieben werden unvergesslich bleiben. Nun bringt Dino De Laurentiis den vielleicht außergewöhnlichsten Western, den Sie je gesehen haben. The Shootist, der Scharfschütze. Die Geschichte von J.B. Books, dem letzten der großen Revolverhelden. Eine Legende, dargestellt von John Wayne, der als Schauspieler selbst zu einer Legende wurde. Unrecht mir gegenüber dulde ich nicht. Ich lass mich nicht beleidigen und wer mir zu nahe kommt, der wird zur Hölle geschickt. Ich bin anderen gegenüber gerecht, also fordere ich auch von anderen Gerechtigkeit. Halt! Bleib mal da stehen, wo du stehst. Nun zück mal deine Brieftasche. Aber ja, Sir! Sogar mit der kleinen Zugabe! Neben John Wayne ein paar der besten Schauspieler Hollywoods. James Stewart. Sie haben Krebs. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 2, 3 Monate. Oder 6 Wochen. Oder weniger. Ich weiß es nicht. Lorraine Bacall. Mr. Book, Sie sind ein merkwürdiges Individuum, dem jede Faser von Anstand und Charakter fehlt. Sie sind ein Killer. Kommt drauf an welchem Ende vom Colt man steht. Ach, Quatsch. Ron Howard. Würden Sie mir Unterricht im Schießen geben? Ja, ein Mann sollte wissen, wie er mit einem Gewehr umzugehen hat. Sie sind doch bisher aus jedem Duell als Sieger hervorgegangen. War das ein Zufall oder haben Sie sich nur aufs Schießen verlassen? Junger Freund, du musst das so sehen. Es gibt einfach keinen, der zurückschießt. Sie blinzeln mit dem Auge, halten den Atem an, pumpen sich auf, bevor sie abdrücken. Habe ich nie gemacht. Das! Nee. 20! Richard Boone. Ich habe kürzlich gehört, dass Sie nur für eine verdammt kurze Zeit hier bei uns in der Stadt sind. Das ist richtig. John Carradine. Ich bin Hezekiah Beckham, der Leichenbestatter. Nun kommen Sie, Beckham, Sie wollen mit mir doch das Gleiche machen, was Sie mit John Wesley Harding getan haben. Sie stopfen mich aus und dann stellen Sie mich irgendwo hin, wo mich das Publikum für 50 Cent beglotzen kann. Mr. Books, Sie sind ein sehr harter Mann. Ja, weil ich noch lebe. Skateman Crothers. Mr. Books, es ist das reinste Vergnügen, Ihr Pferd zu pflegen und ein noch größeres Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Harry Morgan. Books, wir haben das Jahr 1901. Die alten Tage sind vorbei und das wissen Sie genau. Sie haben Ihre Zeit überlebt. Sie sind überfällig. Richard Lenz. Sie müssen verstehen, Sir, Sie sind der berühmteste und noch einzig präsente Scharfschütze. Präsent? Das heißt noch existent. Jerry North. Jedermann in unserem Land weiß, wer du bist. Ich wäre Mrs. J.B. Books, ich wäre dann doch jemand. Hugh O'Brien. Books ist echt am Abkratzen. Das ist eine schlechte Neuigkeit. Den Mann hätte ich zu gern geschafft. Dieser Film hat alles, um ein Klassiker zu werden. Ich würde auf keinen Fall einen Tod erleiden wollen, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Wenn ich Ihren Mut hätte. John Wayne bietet hier wohl die einmaligste Leistung seiner Karriere. Ich bin ein sterbender Mann, der vor der Dunkelheit Angst hat. Brillant stellt er die letzten Tage seines Lebens dar. Es gehört aber mehr dazu, ein Mann zu sein als eine Schießerei. Man kannte ihn als The Shootist, der Scharfschütze.